Meine sehr geehrten Damen und Herren und insbesondere liebe Mitglieder des Förderkreises, von meiner Seite zuerst mal einen ganz herzlichen Glückwunsch und auch ein großes Dankeschön für dieses Vierteljahrhundert engagierter und, wie man ringsherum sehen kann, sehr, sehr erfolgreicher Arbeit. Sie haben es vermocht, mit Ihrer Arbeit nicht nur ein durch den Krieg zerstörtes Gotteshaus wiederherzustellen, sondern, wenn ich das alles richtig verfolgt habe, haben Sie es auch vermocht, viele Menschen weit über die Region hinaus zusammenzuführen zu diesem Projekt, für dieses Projekt. Sie haben also über 25 Jahre im besten Sinne auch Friedens- und Versöhnungsarbeit geleistet. Und dass sich das niederschlägt darin, dass dieses Haus wieder so wunderschön, man kann fast sagen, in alter Schönheit erstrahlt, das ist kein Nebeneffekt, aber trotzdem, glaube ich, steht das andere noch mehr im Vordergrund, weil Sie haben gezeigt, was man gemeinsam auch schaffen kann. Wenn ich 3 Jahrzehnte zurückdenke, ich hätte es kaum geglaubt, dass wir heute mal in einem solchen Wahrzeichen Rathenows stehen können und uns wirklich einfach nur freuen können. Auf der anderen Seite, lieber Heinz-Walter Knackbus, kann man auch sehen, wie lange es braucht, um die Folgen eines Vernichtungskrieges, der wenige Jahre nur gewütet hat, aber wie lange es am Ende braucht, um das dann wieder einigermaßen, die Wunden einigermaßen zu heilen. Ich möchte das, was ich zu Ihnen sagen möchte, ich bin ja gebeten worden, über ja letztlich auch den immerwährenden Versuch der Versöhnung zwischen unseren Völkern, in dem Fall des russischen und des deutschen Volkes, hier etwas zu sagen. Ich würde gern ein Zitat eines meiner Lieblingsbundespräsidenten an den Anfang stellen und ein zweites Zitat eines anderen Lieblingsbundespräsidenten ans Ende stellen. An den Anfang möchte ich Richard von Weizsäcker setzen, der 1985, manche werden sich noch, zumal wenn Sie so grauhaarig sind wie ich, erinnern an diese Rede. Es war eine denkwürdige Rede im Bundestag 1985, es war eine außergewöhnliche Rede und es war das erste Mal, dass ein bundesdeutscher Politiker im Zusammenhang mit dem Kriegsende 1945 das Wort Befreiung in den Mund genommen hat. Er ist damals noch sehr kritisiert worden, aber er hat damit auch Türen aufgestoßen. Bis dahin wurde immer verschämt über Kapitulation und Niederlage und sowas geredet, aber keiner hat über den wirklichen Inhalt gesprochen. Richard von Weizsäcker hat das gesagt und er hat in dieser Rede auch gesagt, Zitat, es hilft unendlich viel zum Frieden, nicht auf den anderen zu warten, sondern einfach auf ihn zuzugehen. Klingt relativ einfach, wir merken immer wieder, wie schwer es in der Praxis am Ende dann doch ist. Wir treffen uns ja hier heute in, wenn man den Blick hebt und ein bisschen rumschaut, in sehr schwierigen, in komplizierten, auch gefährlichen Zeiten. Wir spüren, dass die Welt auseinanderdriftet. Es gab noch nie so viele Millionen Menschen, geschätzt werden jetzt ungefähr 82, so viel wie Deutschland Einwohner hat, die sich derzeit auf der Flucht befinden, in verschiedenen Ländern dieser Welt. Der Ton in unseren Gesellschaften, auch das spüren wir ja und nehmen es wahr, wird rauer. Kompromisse, Ruhe und auch Vernunft im Umgang miteinander, gerade im politischen Raum, werden eher Mangelware. Das Medientempo der modernen Welt spielt dabei eine Rolle und lässt leider weniger Raum zu dem, was wir dringend brauchen in dieser sehr komplexen Welt, nämlich Raum für Abwägen, Raum zum Nachdenken. Alles das beginnt ein bisschen unter die Räder zu kommen. Die Folgen spüren wir auch, wenn so ein Mann wie der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz vor einiger Zeit sagt, dass es heute gefährlicher ist auf dieser Welt als im Kalten Krieg. Dann ist das etwas, was wir uns so nicht vorgestellt hätten, aber wahrscheinlich eine sehr realistische Einschätzung. Und jemand anderes, der auch ein Tiefdenker ist, Fjodor Lukjanow, der beste russische Politologe, sagt, wir befinden uns am Ende einer Epoche, ganz zweifelsohne. Das Schwierige ist nur, das hat es schon öfter gegeben, dass Epochen ausgelaufen sind, dass wir keinerlei Kenntnis davon haben, wie die neue Epoche konfiguriert sein soll. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen eigentlich nicht mehr, was uns erwartet.
Und um noch einen dritten, den Sie vielleicht vom Namen her kennen, ein Militär zu zitieren, der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, hat vor einer Weile gesagt, dass ihm manchmal deucht, wenn er sich alle Entwicklungen anschaut, durchaus aus militärstrategischer Sicht, dass wir uns wieder in so einer Phase befinden, in der die Welt sich schon mal vor 100 Jahren befunden hat, nämlich vor dem Ersten Weltkrieg. Und er sagte, damals sind wir schlafgewandelt in einen großen, fürchterlichen Krieg hinein, weil wir die Welt nicht zusammengedacht haben. Wir haben gedacht, hier ist ein Konflikt, dort ist ein Konflikt, hier ist ein Konflikt und da ist einer. Und plötzlich liefen alle Konflikte ineinander zusammen und es brach ein großer Krieg aus. Und an Konflikten mangelt es ja heute auf dieser Welt wahrlich nicht. Und wir müssen uns die Mühe machen, die mal zusammenzudenken und zu überlegen, was daraus werden kann. Und ich sage das durchaus mit einiger Trauer auch, weil wir hatten ja jetzt gerade, und ich durfte diese Kommission im Auftrag der Bundesregierung anführen, die 30 Jahre deutsche Einheit zu begehen und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Und natürlich haben wir dann auch, das bietet sich ja bei so einem Jubiläum an, allerhand Rückschau gehalten. Und wenn man dann sich die Stimmung überlegt, wenn man sich überlegt, was vor 30 Jahren für eine Hoffnung in der Welt war, wie die Welt ausgemalt wurde für die nächsten Jahrzehnte. Es war vom Ende der Geschichte die Rede. Manche werden sich erinnern, ganze Bücher wurden dazu geschrieben. Und ich nehme mir heute immer noch mal die Charta von Paris, die ja Ende 1990 von allen wichtigen Staatschefs unterschrieben wurde, zur Hand, wenn ich, was bei mir nicht so häufig vorkommt, aber trotzdem manchmal eine etwas pessimistische Phase habe. Und dann lese ich da drinne wie in einem Märchenbuch. Weil da stehen Sätze drin, dass alle Konflikte, die künftig noch auf der Welt vorhanden sind, nur noch mit friedlichen Mitteln gelöst werden. Dass wir keinerlei Gewalt mehr anwenden werden unter den Ländern und unter den Völkern. Und dass wir unsere Ziele ab jetzt gemeinsam formulieren und verfolgen werden. Frieden für immer wurde eigentlich versprochen. Und man kann sagen, dass selten die Hoffnungen größer waren als damals und selten sind sie so schnell und so gründlich enttäuscht worden. Und wenn man sich heute anschaut, dann stimmt das, was damals auch in der Charta von Paris unterstellt wurde. Die Welt hat sich gravierend geändert, das wurde beschrieben, nur völlig anders, als es dort praktisch aufgemalt wurde. Man kann das zum Beispiel sich herleiten, wenn man, damals war ja für fast alle klar, dass jetzt alle Länder dieser Welt in eine offene, demokratisch verfasste, auf Friedenssicherung ausgelegte Welt laufen werden. Alle Länder werden irgendwann genau diesen Weg gehen. Offene, liberale Gesellschaften werden entstehen. Und wenn wir heute auf der Welt rumschauen, müssen wir feststellen, eher das Gegenteil ist der Fall. Und wir müssen gar nicht so weit weggucken, wenn man illiberale Gesellschaften sucht, wenn man nicht sehr demokratische sucht, wird man schon in der Europäischen Union leider fündig. Weil das, was Viktor Orban in Budapest macht oder was in Warschau gemacht wird, hat mit den Vorstellungen aus der Charta von Paris auch nicht mehr so viel zu tun. Und das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass wir sehr, sehr aufmerksam sein müssen, uns sehr genau anschauen müssen, was auf der Welt vor sich geht. Und ich sage das ganz bewusst, weil all diese Erscheinungen, all diese Entwicklungen, all das, was da um uns herum vorgeht, gehört auch zu dem Kontext, wenn wir über unser Verhältnis zu Russland reden, weil wir leben nicht im luftleeren Raum und das Leben spielt sich nun mal in Relationen ab. Also müssen wir das mit im Blick haben, wenn wir über das deutsch-russische oder das europäisch-russische Verhältnis nachdenken und noch besser es vielleicht gestalten und verbessern wollen. Lassen Sie mich zwei, drei Punkte kurz sagen, damit Sie in etwa wissen, warum ich das alles tue, was ich da seit vielen Jahren für das Verhältnis mit Russland tue und damit Sie auch ein bisschen einschätzen können, wo ich herkomme und was mich da bewegt hat. Nur kurz und knapp, ich bin in Potsdam an der Klinika Brücke groß geworden. Wer das ein bisschen kennt, die Gegend, zumindest zu DDR-Zeiten, weiß, es ist eine Russengegend, wie es so allgemein hieß. Es war ein alliierter Grenzübergang. Ich habe direkt an der Brücke gewohnt. Auf der einen Seite standen die Amerikaner, auf der anderen die Russen. Wenn es nachts hell war, wurden Spione ausgetauscht. Das war so das Spezifikum dieser Brücke. Hat übrigens Tom Hanks jetzt sogar einen Spielfilm drüber gedreht, Bridge of Spies, auf dieser Klinika Brücke.
Und da haben wir unter Russen gelebt und Christa Wolf würde sagen, sowas, weil viele der Offiziere und Zivilangestellten haben in der Nähe der Brücke gewohnt, die Kommandantur war gleich daneben. Und Christa Wolf würde sagen, das gibt halt Kindheitsmuster, denen entkommt man dann nicht. Und wenn bei mir gehörte das eben zu den Kindheitsmustern, danach kam ein großes Glück mit einer Lehrerin dazu und vieles andere. Und es hört dann auch nach der Wiedervereinigung nicht auf, weil wenn man einmal von solchen Prägungen, ich war dann auch zum Praktikum in der Sowjetunion, wenn man solche Prägungen hat, setzt sich das zum Beispiel so fort, dass wenn dann in meiner Amtszeit in Gremien, ob das der Parteivorstand war oder die Ministerpräsidentenkonferenz, gibt es immer den letzten Tagesordnungspunkt Termine. Und dann war natürlich immer irgendeine Konferenz in Paris oder in Madrid zu verteilen. Da hatten auch alle Zeit und wollten hin. Und dann gab es immer noch ein Seminar in Moskau. Und dann wendeten sich am Tisch alle Blicke dann zu mir und haben gesagt, da fährst du mal hin, weil da kennst du dich aus und wir können die Buchstaben nicht so richtig lesen. Und so hat sich das dann gefügt, dass ich ohne eigenes Zutun Vorsitzender der deutsch-russischen Freundschaftsgruppe, Föderationsrat, Bundesrat geworden bin. Und so setzte sich das, was schon vorgeprägt war, praktisch bis heute fort. Dann gibt es einen zweiten Grund, warum ich das mache, was ich mache. Zwei Menschen haben mich in meinem Leben sehr geprägt. Das waren Manfred Stolpe und Egon Bahr. Und Manfred Stolpe war ja immer ein sehr vorausdenkender Mann, hat am Abend meiner Abdankung als Ministerpräsident dieses Landes angerufen und gesagt, ehe ich irgendwas morgen vielleicht irgendwo zusage, würde er mich doch bitten, erstmal mit ihm zu reden, weil er hätte etwas, was ich ganz dringend machen müsse und das wäre der Vorsitz des Deutsch-Russischen Forums. Und so war ich praktisch schon einen Tag nach Abdankung mit diesem Amte, zumindest in Spee, gesegnet. Und Egon Bahr, mit dem habe ich in seinen letzten Lebensjahren viel Zeit verbringen dürfen, habe sehr viel von ihm gelernt, die ihn nicht so kennen. Er ist aus meiner Sicht der begnadetste Ostpolitiker, den Deutschland jemals hatte. Das fing mit den Passierscheinabkommen zwischen Ost- und West-Berlin an und setzte sich in den Grundlagenverträgen mit Polen, mit der Sowjetunion, mit Tschechien, die ja Friedensverträge letztlich waren, fort. Alles am Tisch von Egon Bahr entstanden. Und wir haben auch seine letzte Reise zu Michael Gorbatschow 2015 zusammen gemacht. Und ich kann Ihnen nur sagen, es gibt ja wahrscheinlich für jeden Erlebnisse, die sich sofort wieder abbilden und die man immer wieder abspulen kann. Und die beiden Reden dieser beiden großen Männer, für Egon Bahr war es die letzte Rede, wusste er nicht, wir auch nicht, aber er ist wenige Wochen danach verstorben. Das waren so ans Herz gehende Aufrufe zum Erhalt des Friedens, wie es nur von Männern kommen kann, die 90 Jahre Leben, aktives Leben hinter sich haben. Die schöpften aus einem Fundus an eigener Erfahrung und Wissen. Und ich kann Ihnen nur sagen, der ganze Saal dort während der Reden war so mucksmäuschenstill, wie man es ganz selten heutzutage erlebt. Nicht mein Handy hat geklingelt, hat sich wahrscheinlich nicht getraut, weil da wurde wirklich etwas mitgeteilt, wo jeder am Ende bereichert. Von dann ging übrigens Egon Bahr hat mir auch drei Lehrsätze, wenn Sie so wollen, mit ins Leben gegeben. Er hat gesagt, erstens vergesst bitte nie, ohne oder gegen Russland wird es auf diesem Kontinent keine friedliche Zukunft geben. Dann hat er einen Satz in einer Rede gesagt, der klingt lapidar, wenn man ihn aber übersetzt und in Handlung weiterentwickelt, dann merkt man, dass es eben typischer Egon Bahr-Satz ist, weil er hat gesagt, die Beziehungen zu unseren amerikanischen Verbündeten sind für uns unverzichtbar und Russland auf dem europäischen Kontinent ist unverrückbar. Und das ist ein Auftrag, weil er wollte damit sagen, ihr könnt hoch und niederspringen. Es ist unser Nachbar, größte Land der Erde, liegt neben uns und irgendwie müssen wir sehen, dass wir damit klarkommen. Und der dritte Satz, den hat er vor Politikstudenten in Heidelberg auch am Ende seines Lebens gesagt, ihr jungen Leute, man wird euch ganz viel erzählen, was alles wichtig ist in der Politik und was man alles bedenken muss und so. Ich sage euch mal, nach 94 Jahren, so alt war er damals, es gibt eigentlich nur drei Triebfedern für die Politik. Interessen, Interessen und Interessen. Alles andere könnt ihr im Wesentlichen vergessen. Und darauf soll man immer gucken, sagt er. Dann könnt ihr Politik auch relativ gut analysieren und gestalten. Ihr dürft es nur nie vergessen, weil es ist immer da. Es ist übrigens im menschlichen Leben genauso wie überall. Lassen Sie mich noch einen Punkt sagen, weil das vielleicht auch
wenn ich fertig bin, bei manchen von Ihnen hochkommt, mir wird nicht selten nachgesagt, dass ich, wenn ich über Russland erzähle, dieses zu unkritisch tue und zu sehr die russische Sicht. Ich bekenne mich dazu und will es auch begründen. Ich sehe sehr wohl, und weil ich häufig dort drüben bin und wir mit vielen Organisationen auch zusammenarbeiten, auch an vielen Stellen, was an der russischen Politik, gerade an der Innenpolitik, alles zu kritisieren ist. Es ist keine Demokratie, wie wir sie uns vorstellen, sondern eher ein autokratisches System, keine Frage. Aber ich finde, dass es zu unseren Grundpflichten gehört, im menschlichen und noch mehr im politischen Leben, auch wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, zumindest den Versuch zu machen, es zu verstehen, wenigstens. Mal Egon Bahr hat immer gesagt, Perspektivwechsel machen, setz dich immer auf die andere Seite des Tisches, weil du musst ja wissen, warum tun sie es, warum sehen sie die Welt anders, was sind ihre Antriebe und ihre Ausgangspositionen. Und wenn ich manches zu sehr aus der Sicht schildere, dann hat das damit zu tun, dass ich glaube, dass in einer offenen demokratischen Gesellschaft man sich am Ende zu allem entscheiden kann, wie man will. Man sollte aber über möglichst alle Informationen verfügen und dann kann man sein eigenes Bild daraus formen. Und wenn man sich kritisch über Russland informieren will, muss man keine großen Übungen veranstalten. Da kann man jede beliebige Tageszeitung aufschlagen oder jede beliebige Nachrichtensendung sehen und wird immer, was ja auch erstmal sinnvoll ist, alles, was kritisch über Russland zu berichten ist, in extenso erfahren. Wenn man aber die andere Seite mal erfahren will, wie wird da gedacht, gelebt, gehandelt und warum, dann wird es dünner, sage ich mal vorsichtig. Hat viele Gründe, aber es ist einfach so. Ein Journalist hat mir mal anlässlich eines solchen Abends gesagt, der war schon hinreichend selbstkritisch auch eingestellt, er sagte, nee, kannst du auch bei uns sehen, musst nur länger aufbleiben, kommt dann so nachts 23:30, dann kommt auch mal eine andere Sicht. Und damit hat er schon geschildert, was eben auch der Fakt ist. Und deshalb versuche ich immer, auch die andere Sicht zumindest mit reinzubringen, weil da gibt es eben eine Marktlücke, die es bei der kritischen Sicht nicht gibt. Mich leitet bei dem ganzen Tun auch, es ist ja nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, das will ich auch gar nicht bestreiten, auch, dass es aus meiner Sicht keine zwei Völker auf dieser Welt gibt, die so eng, so dicht und so nachhaltig miteinander verwoben sind, wie das Deutsche und das Russische. Sie können, wenn Sie sich da rein vertiefen, egal in welches Gebiet Sie gehen, ob in die bildende Kunst, ob Sie in die Malerei gehen, ob Sie in die Literatur, das gerade in 800 Seiten dicker Band von Literaturwissenschaftlern erschienen, die nachgewiesen haben, dass es die deutsche Literatur ohne die russische so nicht gäbe und umgekehrt auch, weil über die Jahrhunderte da sehr viel miteinander gemacht wurde. In der Musik können Sie das auch überall ableiten, Beethoven, Tschaikowski und anderes, da finden sich manchmal sogar die ähnlichen Notensprachen wieder, weil es eben sehr verwobene Völker sind. Und wir haben ja auch eine Geschichte miteinander, die haben nicht nochmal zwei Völker, und zwar mit Höhen über Jahrhunderte, glücklicherweise, aber auch mit so Abgrundtiefen, Tiefen, die auch andere Völker nicht haben. Ich komme nachher noch kurz dazu, der Zweite Weltkrieg war ein Krieg völlig anderen Typs als alle Kriege vorher. Der war als Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion geplant und wurde so auch durchgeführt. Wenn man sich mit Russland näher beschäftigt, merkt man, dass nicht alles, aber wo ist das schon im Leben, wirklich logisch ist, nicht alles erklärbar ist und nicht alles nach unseren Kriterien herleitbar ist. Der Russe an sich ist sowieso und die Russin auch, sind ja im Kern alles Anarchisten, wenn sie heute erleben, dass man sich dort in der Kaufhalle impfen lassen kann, aber es macht einfach keiner. Die haben keine Lust, sich impfen zu lassen. Es wird seit gestern erwogen, in Moskau und Petersburg Impfpflicht einzuführen, weil 60% der Russen sagen, habe ich keine Lust zu. Gibt die unterschiedlichsten Begründungen. Gibt so eine ganz alte russische Haltung, wenn der Zar was empfiehlt, kann es nie was Gutes sein, das lassen wir lieber die Hände davon. Bis dahin hören sie auch, also für einen russischen Mann macht doch wohl so ein Virus nichts, das werden wir doch wohl so aushalten. Sie sind eben ein bisschen anders. Churchill hat dazu mal gesagt, Russland ist im Kern ein großes Geheimnis, umgeben von einem noch größeren Mysterium. Und das kann man, da sagen ja dann andere, verkürzen das und sagen, Russland kann man nicht verstehen, muss man einfach dran glauben. Die Frage, die hier gestellt wurde, war ja, was passiert inzwischen mit uns und zwischen uns und was kann man vielleicht tun? Dazu muss man aber, glaube ich, noch eine Frage davor stellen und die müsste lauten, brauchen wir uns eigentlich?
Wenn man die Frage mit Nein beantwortet, dann kann man auch zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen und sagen, so ist es halt, dann kann es uns ja egal sein. Ich glaube, dass wir uns sehr wohl, ich komme nachher noch mal kurz darauf zurück, nicht nur brauchen, sondern sogar dringend brauchen und erinnere an den Egon Barsatz mit der Lage. Wenn man aber Wege finden will aus diesem Zustand heraus, dann muss man wenigstens mal holzschnittartig kurz und knapp sagen, wie konnte es denn zu dem Zustand eigentlich kommen, weil ich bin von Beruf Kybernetiker und ohne eine vernünftige Analyse geht keine Synthese, kann man Wege nicht formulieren, wie man aus dem Zustand rauskommt. Da gibt es zwei Komplexe, die man beleuchten sollte. Jeder wäre alleine abendfüllend, deshalb mache ich es nur ganz knapp. Was ist in Russland selber passiert und was denken wir, was passiert ist? Da gibt es nämlich eine große Diskrepanz. Und was ist zwischen uns passiert, also zwischen Deutschland und Russland und der Europäischen Union und Russland? Wenn man den ersten Punkt kurz ausleuchten will, wir denken heute noch, dass die 90er Jahre in Russland das Jahrzehnt der Demokratisierung, der Einführung der Marktwirtschaft, also der Segen kam über dieses Land. Und wenn man das denkt, muss man sich wundern, wenn man die jüngste Umfrage vom einzigen freien Meinungsforschungsinstitut in Russland, Levada, liest, wo die Jelzin-Zeit, also diese 10 Jahre der Einführung der Marktwirtschaft, im Gefühl der Russen, was eine gute Epoche war und was eine schlechte Epoche war, hinter Brezhnev und hinter Stalin liegt. Und dann ahnt man, dass das eben nicht so eine erfolgreiche und erbauliche Zeit war, wie wir uns das vorstellen. Und das kann man ja, wer damals in Russland gewesen ist, weiß das. Wir haben leider zugelassen, wir der Westen, wir haben nämlich die Berater geschickt, dass die Einführung der Marktwirtschaft nach einem ganz schlichten Prinzip ging. Wer fit war und zugegriffen hat, hat ungefähr 99% des Reichtums gekriegt, verteilt auf 4% der Russen und die anderen 96% haben in die Röhre geschaut. Dann kam die Inflation dazu, dann kam der Zerfall des Staates dazu, dann wurden keine Renten und wenig Gehälter gezahlt und 98 kam dann der Höhepunkt, als die Konten auf Null gestellt wurden. Stellen Sie sich das mal alles in Deutschland vor, da würden wir auch nicht sagen, das war die schönste Epoche der jüngeren Zeit, sondern würden uns irgendwelche anderen Epochen raussuchen. Aber so genau hat es dort stattgefunden und das ist auch mit die Ursache, die Hauptursache vielleicht sogar, dass der dann kommende Präsident Putin lange Zeit ohne jede, also das waren Umfragewerte davon, dies bröckelt jetzt, bröckelt deutlich. Nach unseren Verhältnissen ist das Bröckeln aber relativ, weil er sinkt von 80% auf 65%. Das sind ja immer noch Werte, die in anderen Gesellschaftsformationen hervorragend sind. Aber wenn nach einem solchen Jahrzehnt jemand kommt, das Land wieder aufrichtet, dem Land wieder eine Struktur gibt, die Gehälter wieder zahlt, das Geld wieder wertig macht, also so, dass man für das Geld auch was kaufen konnte und das sogar so weit aufwärts ging, dass die Russen mit zu den großen Reisevölkern gehörten, die dann anfingen im Urlaub an irgendwelche Strände zu fahren, wo man vorher, an alles konnte man vorher nicht denken, da sagt der normale Mensch, der hat erstmal einen guten Job gemacht, weil nach dem Desaster hat er uns wieder praktisch auf die Beine gebracht. Dazu kommt, dass wir uns nicht wundern dürfen und auch nicht wundern sollten, wenn nach einem solchen Zusammenbruch irgendwie man versucht, wieder Boden unter die Füße zu kriegen, dann sucht man sich auch verschiedene Hilfsinstrumente. Der Präsident hat damals einen Deal mit der russisch-orthodoxen Kirche gemacht. Der gefällt mir nicht, der kann uns auch nicht wirklich gefallen, aber die russisch-orthodoxe Kirche war die einzige Organisation, die in ganz Russland vertreten war und dieses Land stabilisieren konnte. Es war ja am Zerfallen, denken Sie an die Tschetschenienkriege und vieles andere. Es war dabei, auseinander zu driften. Der Deal beinhaltet aber auch, dass die russisch-orthodoxe Kirche die Gesellschaftspolitik des Landes mitbestimmen darf. Und wie der Name schon sagt, ist das nicht die fortschrittlichste Gesellschaftspolitik. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn bestimmte Dinge, die in unserem Lande inzwischen völlig normal sind, ich erinnere nur an die Stadionbeleuchtungsdebatte der letzten Tage, dass das in Russland noch alles weit entfernt ist, weil das eine orthodoxe Kirche niemals mitgehen oder zulassen würde. Das ist für sie alles Teufelszeug, was wir als normalen gesellschaftlichen Umgang bezeichnen. Aber ich sage ja an der Stelle nur, man sollte immer sich auch anschauen, was sind die Ursachen, was sind die Wirkungen und wie konnte es am Ende dazu kommen. Ich lasse es mal, weil wie gesagt, man könnte über das, was in Russland da passiert ist, noch sehr viel sagen. Es gibt übrigens auch sehr viel Nationalstolz jetzt, wenn Sie dort unterwegs sind. Sie müssen sich mal ein Land vorstellen, was bis 1989 eine der Weltmächte war. Es ging nichts ohne Russland.
Es gibt ja diesen alten Taxifahrerwitz, der da lautet, unter Brezhnev war das Leben wirklich bescheiden, aber im Weltraum waren wir die Besten, im Sport waren wir die Besten, beim Militär waren wir die Besten und wir bestimmen die Welt mit. Und der Jelzin geht es uns noch schlechter. Im Sport sind wir nichts mehr, im Weltraum sind wir nichts mehr, im Militär sind wir nichts mehr. Also dieser Status des Landes verloren gegangen ist, hat auch Rückwirkungen aufs Volk. Überhaupt keine Frage. Man fühlt sich plötzlich so an den Rand gedrängt. Leider hat Barack Obama dieses schlechte Gefühl dann noch verstärkt. Vielleicht ein unüberlegter Satz, aber in Russland hat er eingeschlagen wie eine Bombe. Russland braucht man nicht mehr beachten, ist doch nur noch eine Regionalmacht. Das ist natürlich für so ein Land, was ja immer noch das größte Land der Erde ist, ein Satz, der ins Herz trifft und der Wirkung hat, die vorsichtig gesagt nicht positiv sind. Aber ich lasse mal die Vorgänge in Russland weg zu den Missverständnissen, kurz und knapp, sonst schimpft Heinz-Walter Knackmus mit mir, wenn es zu lange wird. Ich will auch da nur zwei, dreimal ganz kurz beleuchten. Da gibt es einmal die Frage, die man in Russland gerade jetzt zu den 30-jährigen Jubiläen, Deutsche Einheit, Europäische Vereinigung und so, kriegt man die Frage immer wieder gestellt und manche deutsche Diskussionspartner sind dann etwas erstaunt, weil die Russen sagen, ihr könntet uns ruhig etwas dankbarer sein. Und dann fragt man sich, dankbar euch, denkt vielleicht noch an den Zweiten Weltkrieg? Nee. Die sagen zum Beispiel mit Recht, dass ohne die sowjetische Regierung 1989 hätte es die deutsche Einheit niemals gegeben. Ohne dass sie die Truppen in der Kaserne gelassen hätten, ohne dass sie der Vereinigung zugestimmt hätten. Ich erinnere immer nur daran, dass Margaret Thatcher, damals britische Premierministerin, in einer Rede gesagt hat, zwei Deutschland sind ihr 100-mal lieber als eins, also Gemach mit der deutschen Vereinigung. Und François Mitterrand ist sogar noch im Dezember 89 nach Schönefeld geflogen und hat mit der DDR-Regierung ganz schnell einen Handelsvertrag für die nächsten 15 Jahre ausgehandelt, weil die wollten überhaupt nicht, dass ein vereintes Deutschland war damals längst nicht so en vogue, wie wir das heute denken. Und da haben Gorbatschow und der amerikanische Präsident Bush Senior, die beiden haben das am Ende betrieben, dass das überhaupt gehen kann. Und Gorbatschow ist dabei das wesentlich größere Risiko zu Hause eingegangen. Dort war das nämlich längst nicht so beliebt und letztlich war das mit ein Punkt, der ihn ein Jahr später ja aus dem Amt getrieben hat, weil man muss es vielleicht nicht verstehen, aber man sollte es hinnehmen. Wir haben russische Militärs, ich war mit dem General Bolakow dann lange Zeit befreundet, bis zu seinem Lebensende der letzte Befehlshabende der Westgruppe der Streitkräfte, der den Abzug hier dann auch befohlen hat. Er hat gesagt, weißt du, bei uns im Militär wird diese Aufgabe des Brückenkopfes, für den wir 27 Millionen Tote geopfert haben, sang- und klanglos, ohne jede Gegenleistung, dann die Soldaten einfach wieder abzuziehen, wurde als doch noch eine späte Niederlage gewertet. Nochmal, das muss man nicht teilen, aber es ist eine der Sichten, die Gorbatschow auch angehängt worden, weil sie sagen, er hat nicht mal eine Vorbedingung gestellt. Und jetzt kommen wir zu einem der Punkte, die bis heute zu den Missverständnissen gehören. Er hatte damals eine Bedingung. Er hat nämlich gesagt, aber ihr werdet euren Militärblock dann nicht sofort nachfolgen lassen, wenn wir uns aus den ganzen Ländern zurückziehen. Und da wurde er mündlich beruhigt von James Baker, der das auch überhaupt nicht bestreitet, und Hans-Dietrich Genscher. Da kommen wir wieder zu der Stimmung, die 1990, 91 geherrscht hat. Mach dir mal keine Gedanken. Brauchst du dir überhaupt keine Ängste. Brauchst du keine Angst haben. Die Militärblöcke werden sich dann sowieso auflösen, weil wir werden ja eine friedliche Gesellschaft werden. Und Gorbatschow hat uns dann erzählt, dass er sich auch komisch vorgekommen wäre, wenn er in dieser Friedensstimmung auf schriftliche Verträge gepocht hätte, nach dem Motto, ich ziehe mich zurück und ihr unterschreibt mir aber das, was dann nicht passiert, sondern man dachte halt, man ist bald eins. Das ist dann nicht so gekommen und der vielleicht profundeste Kenner der amerikanischen Außenpolitik, auch Gestalter, John F. Kennan, also nicht Kennedy, sondern Kennan, hat vor seinem Tode, war ein alter Herr, hat viele außenpolitische Fragen für die USA gelöst, hat gesagt, ihm ist so, wenn er die NATO-Osterweiterung sieht, dass das vielleicht der schlimmste amerikanische Fehler der Außenpolitik der letzten Jahrzehnte gewesen ist, weil es wird die Sicherheit nicht erhöhen, sondern eventuell sogar gefährden. Das ist eine Sicht eines amerikanischen Außenpolitikers und es ist zumindest wert, über sowas auch mal nachzudenken. Übrigens, wer bis heute denkt, dass die Verschlimmerung des Verhältnisses alles Putins Ding ist, den will ich nur erinnern, das ist eher was für außenpolitische Feinschmecker. Also als Jelzin Präsident war und Primakow Ministerpräsident, gab es die berühmte Primakow-Schleife über dem Atlantik. Die ist an dem Tag gezogen worden, als die NATO
ohne jede Abstimmung mit den Russen angefangen hat, Jugoslawien zu bombardieren. Und Primakow war gerade über dem Atlantik, weil er einen Staatsbesuch in den USA machen wollte. Und dann kriegt er das mit, dass die NATO anfängt, Belgrad zu bombardieren. Dazu muss man noch wissen, dass das serbische Volk und das russische Volk, die serbische Kirche und die russische Kirche engstens verbandelt sind. Und da hat Primakow gesagt, das kann nicht wahr sein. Nicht nur, dass ihr uns nicht fragt, ihr sagt es uns nicht mal und bombardiert praktisch unsere Brüder. Hat den Staatsbesuch noch in der Luft abgesagt, hat den Piloten wenden lassen, das ist deshalb die berühmte Primakow-Schleife. Und von da an kann man sagen, ging es im Verhältnis bergab, weil sie gesagt haben, so könnt ihr mit uns nicht umgehen. So, und so lassen wir auch mit uns nicht umgehen. Zweites Thema der Missverständnisse. Ich mache es, wie gesagt, sehr im Holzschnitt. Alles, was mit Sanktionen zusammenhängt. Wir müssen, und irgendwann werden wir es lernen, dass Russland mit Sanktionen in keiner Weise in der Richtung zu beeindrucken ist, die wir uns ja vorstellen. Eine Sanktion wird ja verhängt, weil man ein Ziel hat. Sondern das Gegenteil wird eher eintreten. Es ist kein Land, dem man mit Sanktionen wirklich kommen kann. Mir hat ein alter Stalingrad-Kämpfer, als der 70. Jahrestag des Kriegsendes war, behängt mit den üblichen Orden, aber er konnte sie noch tragen, mich dann mal beiseite genommen und hat gesagt, wenn ihr jetzt, damals fing ja die Sanktionspolitik gerade an, wenn ihr jetzt sowas macht, solltet ihr noch einmal zurückdenken. Wir haben damals komplett verhungert, er war damals ein junger Mann, Panzer gebaut und Granaten gedreht im Ural und haben euch dann in Stalingrad, in Kursk und in Berlin geschlagen. Glaubt ihr, dass ihr so ein Volk mit Sanktionen irgendwas beibiegen könnt? Vergesst es, hat er mir mit seinen damals 93 Jahren gesagt. Und das sollten wir auch nicht vergessen. Und was ist denn, wenn man nüchtern bleibt und sagt, gut, wir haben jetzt 7 Jahre Sanktionen hinter uns, was ist passiert? Die politischen Verhältnisse sind ein Scherbenhaufen. Die militärische Eskalationsgefahr ist stark gewachsen. Denken Sie gerade an gestern, britischer Kreuzer und russische Flugzeuge und russische Schiffe. Die wirtschaftlichen Verhältnisse haben auf beiden Seiten gelitten. Die Stimmung in Russland ist anti-westlicher geworden und für die Krim hat sich nichts verbessert. Dann muss man sich doch fragen, kann man jetzt als Schlussfolgerung sagen, genau das machen wir jetzt 10 Jahre weiter, um dann endgültig in der Kürze zu sein? Oder man sagt, wir gehen noch mal einen Schritt zurück und überlegen, dass das vielleicht doch nicht das Instrument war, was uns die Probleme, die wir haben, dann am Ende löst. Dritter Punkt zwischen uns, man könnte zu Sanktionen noch ganz viel sagen. Zum Beispiel die Frage, was haben wir uns eigentlich vorgestellt? Ich meine, das muss man ja auch mal fragen. Was ist in Brüssel gedacht worden? Man verhängt die und sagt, jetzt tut sich dort was. So, und dann hat sich ja nichts getan, außer es ist schlechter geworden. Hat man gedacht, der Putin geht ins Fernsehen und sagt, ich habe jetzt gelernt durch die Sanktionen, ich habe alles falsch gemacht. Kann er vielleicht machen, dann wäre er am nächsten Tag nicht mehr Präsident. Also undenkbar. Oder, was in Polen, das habe ich in Polen auf Podien öfter gehört, das steht der Putin nicht durch. Das wird wirtschaftlich so, also es wird so nach unten gehen, er muss zurücktreten. Da sagt mir der besagte Chef des Meinungsforschungsinstitutes, von dem ich vorhin sprach, der nun alles andere als ein Putin-Freund ist, ganz im Gegenteil, der steht immer kurz vor der Verhaftung, der sagt, denkt mal nicht, wenn Putin ginge, dass ein Präsident gewählt wird, der euch mehr passt. Es wurde ein viel nationalistischerer Präsident gewählt, weil die Stimmung viel nationalistischer ist. Und dann gab es noch etwas, was in Amerika vorgedacht wurde. Da hat man ja noch andere Vorstellungen. Russland ist auch viel zu groß aus amerikanischer Sicht. Wenn wir Sanktionen verhängen, wird dieses Land das als Gefüge, als russische Föderation nicht überstehen. Die werden sich zerteilen in viele einzelne Republiken. Was ja nicht wenige Vordenker in den USA auch ganz gut fänden. Da sage ich nur mal als Nachbar dieses großen Landes, wenn ich so eine Vorstellung im Kopf habe, halte ich das schon fast für irrwitzig. Weil es ist ein Land, was bis heute die zweitgrößte Atommacht der Welt ist, mit 6000 Atomsprengköpfen. Und jetzt stelle ich mir mal vor, dieses Land zerfällt und jedes dieser Zerfallsprodukte kriegt 100 oder 200 Atomsprengköpfe und macht damit irgendwas, was auch immer. Also wir achten bei der Atommacht Pakistan, egal was die völkerrechtlich machen, sehr darauf, dass die Staatlichkeit gewahrt bleibt, weil man sagt, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn eine Atommacht zerfällt. Und dasselbe sollte auch für Russland gelten. Deshalb frage ich mich manchmal sowieso, wo wir eigentlich hin wollten. Ein dritter Punkt, der zwischen uns steht, ist das, was die Russen und was man auch immer gefragt wird und nicht auf alles eine Antwort findet, doppelte Maßstäbe nennen. Die sagen, ihr legt einfach doppelte Maßstäbe an.
Ihr beurteilt uns immer sehr, sehr, sehr streng und verhängt dann auch Sanktionen. Aber eure Lieblingswaffenimporteure in Saudi-Arabien, die können schon mal Frauen steinigen oder Journalisten zersägen. Dann sagt ihr, es ist auch nicht schön, aber die Waffen werden dann trotzdem kurz danach weitergeliefert. Oder wenn man eure türkischen Freunde anguckt, die braucht ihr wegen der Flüchtlinge. Die haben mehr Journalisten eingesperrt, als Putin wahrscheinlich in seiner ganzen Amtszeit jemals schaffen würde. Aber da guckt ihr auch drüber weg und sagt, das ist eben auch nicht schön, aber es ist halt so. Und eine Kernfrage bei diesen doppelten Maßstäben ist eine, die bis heute noch niemand beantworten konnte. Und Sie kriegen sie in jeder Sendung in Russland gestellt. Ihr habt uns wegen Völkerrechtsverletzung, so what kann man so sehen, wegen der Krim, mit Sanktionen überzogen. Als die Amerikaner 2003 in Irak einmarschiert sind, habt ihr im Bundestag beschlossen, das wäre eine flagrante Verletzung des Völkerrechts. Und was habt ihr danach gemacht? Welche Sanktionen waren es gleich? Wir haben es vergessen, wird dann so spitz gesagt. Dann bleibt einem als Antwort nur übrig, das geht nicht, das sind die Amerikaner. Aber es ist natürlich keine Antwort auf eine Frage, wenn es geht um Völkerrechtsverletzungen und anderes. Und man könnte den Kosovo und vieles hernehmen. Das ist alles ein nicht so befriedigender Zustand, wo man auch den Russen zumindest zugestehen muss, dass diese Frage der doppelten Maßstäbe berechtigt ist. Und wenn ihnen vorgeworfen wird, mit bestimmten Menschen, wie zum Beispiel Nawalny, unmöglich umzugehen, und der Vorwurf besteht ja zu Recht, sagen die, euer Protest gegen Guantanamo ist sehr leise geworden. Da sind Menschen Jahrzehnte unschuldig gequält worden und heute sitzen sie noch. Sind ja immer noch etliche Insassen in Guantanamo. Gegen jedes Völkerrecht, gegen alle menschenrechtlichen Grundsätze. Aber ihr protestiert auf der einen Seite immer sehr laut und auf der anderen Seite sehr leise. Und auch da ist, muss man einfach sagen, ist ja was dran. Ich will noch einen vierten Punkt erwähnen, der eher ein sehr persönlicher ist und vielleicht von manchen auch als politisch gar nicht so relevant angesehen wird. Und will es mal am Beispiel des kleinen Belarus schildern, weil wir jetzt ja gerade den 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion hatten und Belarus hat fast ein Drittel seiner Bevölkerung dabei verloren. Ich bin in einer anderen Verwendung auch Kuratoriumsvorsitzender des Johannes-Rau-Zentrums in Minsk seit vielen Jahren. Wir machen dort sehr viel Gedenkpolitik, wir sind eine NGO, machen aber auch Sozialpolitik, Umweltpolitik und vieles andere. Sind im Moment, steht spitz auf Knopf, die einzige zivilgesellschaftliche Organisation, die dort noch arbeitet. Hat wahrscheinlich auch mit dem Namen Johannes Rau zu tun, dass man sich nicht ganz rantraut. Der hat das damals eröffnet. Wir betreiben in Minsk auch ein Konferenzzentrum und ein Begegnungszentrum und eine Geschichtswerkstatt. Und zum Jahrestag des Kriegsendes war ich dort unterwegs mit jungen Leuten, haben wir eine Gedenkfahrt gemacht. Und eines Abends kam dann die Meldung, dass die deutsche Bundeskanzlerin und der deutsche Bundespräsident in Oradour in Frankreich sich aufgehalten haben und die Opfer geehrt haben, weil Oradour der französische Ort ist, den die Waffen-SS wegen Resistanzverdacht dem Erdboden gleich gemacht hat und die Menschen aus Oradour alle umgebracht hat. Da haben uns die weißrussischen Kollegen, mit denen wir unterwegs waren, gesagt, wir finden das sehr in Ordnung, dass Frau Merkel und Herr Gauck in Oradour die Opfer ehren für diese Untat der SS. Aber wir wollen trotzdem mal fragen, wir haben alleine in Weißrussland 629 Orte, die genau dieses Schicksal von Oradour erlitten haben, teilweise sogar noch viehischer, haben sie gesagt, weil dort wurde ja noch, wenn es überhaupt geht, dort wurden Leute in die Scheunen wurden angezündet, in Kirchen getrieben, die Kirchen wurden angezündet. Sobald nur ein Partisan irgendwo aufgetaucht war, wurde das ganze Dorf hingerichtet. Und dann haben sie uns gefragt, bei uns in diesen Orten war noch nie jemand von euch, noch nicht ein einziges Mal, also politisch relevante. Und dann kommt natürlich die Frage, habt ihr bei euch Opfer erster Klasse und zweiter Klasse? Und ich komme nachher zu dem Zitat von Frank-Walter Steinmeier, der vorgestern, ich kann jedem nur empfehlen, die Deutsche Welle zum Beispiel hat die Rede wohl aufgezeichnet und da kann sie abgerufen werden, bis heute schon 200.000 Mal. Er hat eine Rede gehalten, in der er genau diesen wunden Punkt endlich mal aufgeführt hat, indem er gesagt hat, dass die 27 Millionen Toten des Sowjetunion-Feldzuges nicht annähernd die Rolle spielen in unserer Gedenkpolitik wie andere Opfer aus anderen Ländern. Und man kann ja heute manchmal schon das Gefühl
bekommen, wenn man die Medienberichterstattung über die Normandie-Schlacht liest, dass das die Entscheidung des Zweiten Weltkrieges gewesen wäre. Die Rolle der Roten Armee wird dabei schon fast ins Skat gedrückt. Die Normandie-Landung ist gekommen, nachdem Churchill im Sommer 1944 gesagt hat, wenn wir jetzt nicht bald die zweite Front eröffnen, gewinnen die Russen den Zweiten Weltkrieg noch alleine. Weil die Schlachten vor Moskau, vor Stalingrad und in Kursk waren alle weit vorher. Und das waren die entscheidenden, bestreitet heute kein Militärhistoriker, die entscheidenden Schlachten des Zweiten Weltkrieges. Und wir sollten das nicht vergessen. Ich komme zu dem Punkt, wo kann man überhaupt einen Ansatz finden? Wie kommt man aus diesem Dilemma? Und es ist mehr als ein Dilemma, weil es gefährdet den Frieden auf unserem Kontinent. Wie kommen wir da raus? Da kann man mit einem kleinen Rückgriff, wissend, dass Geschichte sich nie wiederholt, aber es ist nicht verboten, aus ihr zu lernen, nochmal auf Willy Brandt und Egon Bahr, die zwei mit größten Sozialdemokraten, die es überhaupt gab, klüger werden. Die beiden und ihr Beraterkreis haben 1968 sehr intensiv debattiert, was man jetzt machen soll, nachdem die Sowjetunion und der Warschauer Pakt den Prager Frühling niedergeschlagen hat. Das war ja nun brutalst möglich, kann man sagen. Und dann gab es ja nur zwei Varianten. Entweder totale Ächtung und Sanktionierung oder man handelt praktisch paradox. Willy Brandt hat damals gesagt, es gibt Momente in der Weltgeschichte, da muss man sein Herz in beide Hände nehmen und über die Hürde werfen, ohne unbedingt zu wissen, ob es funktioniert oder nicht. Die paradoxe Handlung bestand darin, dass Egon Bahr sich ins Flugzeug gesetzt hat, wenige Monate später nach Moskau geflogen ist und einen Neustart gewagt hat und gesagt hat, so wie es jetzt geht, einschließlich der Besetzung der Tschechoslowakei, so führt das direkt in den nächsten Krieg. Wir können da nicht einfach zugucken. Das Ergebnis dieser paradoxen, wenn man das so will, Handlung war kurze Zeit später der Grundlagenvertrag zwischen Deutschland und der Sowjetunion und 5 Jahre später die Konferenz von Helsinki, wo der Frieden zum ersten Mal einigermaßen gesichert wurde. Das schafft man aber nur, wenn man zu solchen Handlungen mit solcher Weitsicht, Klugheit, aber auch Mut. Willy Brandt sagt, sie sind damals wüst beschimpft worden, auch klar. Aber sie haben diesen Mut gehabt, haben den Frieden auf dem Kontinent gesichert. Und ich würde auch sagen, heute, das ist die europäische und deutsche Einigung, ohne 75 Helsinki und ohne diese mutige Handlung, die Ostpolitik von Willy Brandt nicht gegeben hätte, zumindest nicht in diesem Zeitrahmen und nicht so friedlich. Und davon, um es mal ganz praktisch zu übersetzen, ich bin ja eher ein praktischer Mensch, könnte man zum Beispiel für die jetzige Problematik mit der Krim durchaus etwas lernen, weil Egon Bahr hat immer gesagt, wenn ich Gespräche suche mit jemandem, wo es total kompliziert ist und wir stehen uns eigentlich fast feindlich gegenüber, dann muss ich zwei Problemkreise sortieren. Den ich bearbeiten kann und den, der im Moment absolut nicht lösbar ist. Und den muss ich trennen von dem, der bearbeitbar ist. Er hat damals zum Beispiel getrennt, dass ja die Sowjetunion das Baltikum annektiert hat. Da haben wir auch nie anerkannt. Hat aber erst mal zur Seite gestellt in den Verhandlungen. Und so könnte man heute, ich glaube, das wäre auch moralisch vertretbar, die Krim-Problematik erst mal zur Seite nehmen, weil die ist derzeit nicht lösbar. Es gibt keinen ernstzunehmenden russischen Politiker, der zur Wahl antritt und sagt, ich will die Krim wieder zurückgeben. Den gibt es einfach nicht, körperlich nicht. Also müsste man sagen, wir nehmen das erstmal raus, kleben zwei Banderolen drauf. Die Europäische Union schreibt drauf, das erkennen wir niemals an. Die Russen würden wahrscheinlich drauf schreiben und wir geben es niemals wieder her. Und dann bin ich mir sicher, dass man in der Ostukraine, wo es viel drängender ist, weil dort sterben Menschen, zu Lösungen finden könnte, wenn man dieses Problem erstmal ausklammert. Wenn man in der Ost, übrigens in der Krim, auf der Krim, würde es wahrscheinlich eher einen Bürgerkrieg geben, wenn wir jetzt ohne Wenn und Aber sagen würden, das geht jetzt zurück an die Ukraine, weil 80%, 90% der Krimbewohner wollen es einfach nicht. Das muss man ja auch zumindest konstatieren, obwohl es völkerrechtswidrig ist. Wenn man in der Ostukraine weiterkäme, könnte man aus der Sanktionsspirale rausgehen, das hat Frank-Walter Steinmeier schon als Außenminister vorgeschlagen, und dann könnten wir uns auf den Weg machen, dass das Problem anzugehen, was das ist, ohne dessen Lösung wir es nicht schaffen werden, mit Russland auch nur einen vernünftigen Schritt in den nächsten Jahrzehnten voranzukommen, nämlich eine Sicherheitsarchitektur in Europa zu schaffen,
die Russland mit einbezieht. Der Wunsch von Putin, 2001 im Bundestag in deutscher Sprache geäußert, beklatscht worden. Damals haben alle Fraktionen, als er das gesagt hat, stehenden Beifall im Bundestag gezollt. Und dann ist der Wunsch in die Schublade gelegt worden und nie mehr bearbeitet worden, weil, frei nach Egon Bahr, es gab ihm andere Interessen auf dieser Welt und die haben obsiegt. Dieses Themas müssen wir uns annehmen und wahrscheinlich wird dazu eine, wie sie dann heißt, ist auch egal und wo sie stattfindet, ist auch egal, aber es wird so etwas wie eine zweite Helsinki-Konferenz geben müssen, denn die Welt hat sich seit der Charta von Paris so gravierend verändert in allen Richtungen, dass wir eine solche Konferenz nochmal brauchen, um dann wirklich einen Frieden zu konstruieren, der nicht so volatil ist wie unser jetziger. Ich will noch einen Punkt sagen, warum, ich habe es ja am Anfang gesagt, warum brauchen wir uns? Man kann ja mal alles weglassen, was Verbindungen angeht, was kulturelle, menschliche oder sonstige Dinge betrifft. Aber eins steht trotzdem fest, geopolitisch. Es gibt auf dieser Welt im Moment die Ausbildung von zwei großen Polen. Der eine besteht schon, das ist Nordamerika, der wird auch bleiben. Dort laufen die Finanzströme der Welt und es ist die größte Militärmacht derzeit. Und die werden das noch lange Zeit, nicht ewig, aber lange Zeit bleiben. Und dann gibt es einen zweiten Pol, der in den letzten 30 Jahren wie Phönix aus der Asche gewachsen ist. Das ist der zentralasiatische Raum, also der eher ostasiatische, mit China. Aber nicht zu vergessen, auch Vietnam, Korea, Japan gehören ja alle in diesen Raum. Das wird der wirtschaftliche Schwerpunkt der Welt sein. Da beißt die Maus keinen Faden ab, da können wir hoch und nieder springen. Das sind innovative, hungrige Gesellschaften. Dagegen sind wir schon, also wir kommen dagegen nicht mehr an. Das ist einfach eine Entwicklung, die läuft. Die offene Frage in der Weltgeschichte der nächsten 20, 30 Jahre ist nur, gibt es noch einen dritten Pol auf dieser Welt? In Brüssel sagt man immer mutig, na klar, wir. Ich glaube daran nicht so. Wenn wir es nicht vermeiden, wir sind im Moment voll dabei, die Russen immer mehr in die Arme der Chinesen zu treiben. Da geht nämlich der Marsch der Russischen Föderation langsam hin. Wenn wir die russische Militärmacht, zweitgrößte Atommacht der Welt, ich sage es nochmal, mit der größten Wirtschaftsmacht der Welt, China, zusammenführen, die alle technologischen Produkte und jedes Geld zur Verfügung haben, dann kann ich nur sagen, sind wir hier die Frontlinie. Genau Europa ist dann die Frontlinie. Und das möchte ich nicht erleben. Und ich glaube auch aus einem anderen Grund noch, wenn wir sagen, wir wollen auch der Pol, muss man ja auch wirtschaftlich darstellen können werden, wir wollen die Energiewende erreichen, wir wollen die Elektromobilität hinkriegen und, dann brauchen wir dazu auch Rohstoffe. Ich meine jetzt nicht Öl und Gas, sondern ich meine seltene Metalle, seltene Erden und vieles andere. Wir haben hier nichts davon liegen, gar nichts. Wir könnten noch mal im Erzgebirge gucken, ob da noch irgendwelche Metalle unten übrig geblieben sind. Die Russen haben, die Chinesen wissen das übrigens sehr genau, die Russen haben das im Überfluss. Und schon allein aus diesem ganz praktischen Grund, Interessen geleitet, müssten wir sagen, wir lassen die nicht einfach gehen. Sondern wir versuchen zumindest, da eine Brücke wieder zu bauen und sie ranzuholen. Ich möchte gerne, ich habe es ja vorhin schon angedroht, schließen mit einem weiteren Zitat. Bin jetzt übrigens, ich hoffe sehr, bin ein bisschen unruhig auch. Ich werde mal sehen, was das Handy nachher sagt. Wir sind kurz davor als deutsch-russisches Forum. Wir wollen ab Sonntag die größte zivilgesellschaftliche Veranstaltung der letzten Jahre in Kaluga durchführen. Hunderte Menschen wollen sich auf den Weg machen. Die warten alle jetzt heute Abend. Das ist die Städtepartnerkonferenz. Dazu ein Wirtschaftsforum, großes Jugendforum, findet alles von Montag bis Donnerstag in Kaluga, soll alles stattfinden. Die Angst, die wir haben, ist, dass die Bundesministerien aufgrund der Entwicklung dort, was Corona angeht, das Land zum Virusvariantengebiet erklären. Dann wäre, wie wir das dann organisieren, weil wir haben sogar ein Charterflugzeug bestellt und alles sowas, wird auch für den Verein eine Herausforderung der besonderen Art. Aber wenn das nicht kommt, dann wird das eine, hoffe ich, sehr, sehr schöne Veranstaltung, weil es freuen sich hunderte Aktivisten in verschiedenen Städten darauf, endlich wieder zusammenzukommen. Die machen ja sehr viel miteinander. Und das ist auch eine der stabilsten Brücken. Die sagen uns immer in den Kommunen, macht doch da oben, was ihr wollt. Wir lassen uns davon nicht unruhig machen. Wir machen Jugendaustausch, Schüleraustausch, Studentenaustausch und vieles, vieles andere.
Ich will schließen mit einem Zitat von Frank-Walter Steinmeier. Er hat die Rede am 22. Juni vor 2 Tagen in Karlshorst an der Stelle gehalten, wo die Kapitulationsurkunde unterschrieben wurde. Und ich will 2 kurze Stellen daraus zitieren, die mir schon bei der Rede sich eingebrannt haben und die auch, glaube ich, mit den Kern seiner Rede ausmachen. Zitat: Die Verbrechen, die von Deutschen in diesem Krieg begangen wurden, lasten auf uns, auf den Nachkommen der Opfer ebenso wie auf uns, der heutigen Generation, bis heute. Es lastet auf uns, dass es unsere Väter, Großväter und Urgroßväter sind, die diesen Krieg geführt, die an diesen Verbrechen beteiligt waren. Es lastet auf uns, dass zu viele Täter, die schwerste Schuld auf sich geladen hatten, nicht zur Rechenschaft gezogen wurden. Es lastet auf uns, dass wir den Opfern im Osten unseres Kontinents viel zu lange Anerkennung, auch Anerkennung durch Erinnerung, verwehrt haben. Wir sollten uns erinnern, nicht um heutige und künftige Generationen mit einer Schuld zu belasten, die nicht die ihre ist, sondern um unserer selbst willen. Wir sollten erinnern, um zu verstehen, wie diese Vergangenheit in der Gegenwart fortwirkt. Nur wer die Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart lesen lernt, nur der wird zu einer Zukunft beitragen können, die Kriege vermeidet, Gewaltherrschaft ablehnt und ein friedliches Zusammenleben in Freiheit ermöglicht. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, was mich so treibt. Was mich im Kern treibt, ist genau das. Ich habe 4 Kinder und mittlerweile 7 Enkel, Tendenz steigend. Und ich möchte, dass diese Schar, wie alle anderen auch, dasselbe Glück hat wie ich, nämlich das Leben in Frieden zu verbringen. Ich danke fürs Zuhören. Danke. Danke. Wir jetzt?